Hallo und herzlich willkommen zum Einsingprogramm Nummer 5. Wie immer empfehle ich dir auch das Video mit den Hinweisen zu den Übungen, die du dir unbedingt anschauen solltest, da du sonst hier in diesem Video teilweise nicht folgen können wirst und die Übungen doch auch teilweise etwas kompliziert sind. Als erstes machen wir gemeinsam jetzt die Impulsübung auf STF, SCH und dem KSK. Und zwar geht sie. Und die erste Gesangsübung, das ist die Mone-Mone-Mone-Übung, alternativ auch mit Silben wie Moni denkbar. Wir beginnen beim A. Moni, 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 Mo. Und du. Wir gehen jetzt vom Starton aus noch einmal aufwärts. In der zweiten Übung, nur du, bleiben wir immer noch in diesem kopfigen Klang. So, die L-A-N-A-Übung, bei der es sehr, sehr darauf ankommt, dass du den Unterkiefer fallen lässt. L-A-N-A. L-A-N-A. Alleine weiter. Okay.
variieren diese Übung noch, indem wir einmal die Töne vertauschen und mit dem tiefen Ton anfangen. Dann heißt es... Und du? Von hier. Eine dritte und letzte Möglichkeit. Ja, wir gehen vom ersten über den dritten auf den fünften Ton rauf. Und du? So, in der nächsten Übung, jetzt geht's schneller zur Sache mit Bla. Bla 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 bla. Ort. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Allein. Verlängern die Übung. Bla 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 bla. In der vorletzten Übung geht es ausschließlich um Intonation, und zwar der kleinen Halbtonschritte abwärts auf U. Ich singe dir das einmal ohne Klavier vor und du solltest versuchen, diese Übung auch ja a cappella zu machen. Beim letzten Ton vergleichen wir, ob die Töne entsprechend noch übereinander passen oder ob du in der Übung abgesackt bist. Du allein. 2, 3, 4.
jetzt machen wir es ein bisschen gemeiner. Ich gebe dir den Startton, ich zähle dich ein und dann lasse ich dich ohne Klavier singen. Und nur am Schluss versuchen wir mal, ob wir auf dem gleichen Ton uns wieder treffen. Also 1, 2, 3, 4. Probieren wir das Ganze auch von diesem Ton aus. 2, 3, 4. Wenn wir uns getroffen haben, herzlichen Glückwunsch. Letzte Übung. Schnell, laut und locker. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Zweiter Durchgang. Ich unterstütze dich nochmal mit Basstönen. Genau das gleiche System. Ich spiele vor, du singst. Ich spiele vor, du singst und so weiter. Immer Ton für Ton. Non, 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 non. So, wenn du bis hierhin mitgekommen bist, vielen Dank fürs Mitmachen, herzlichen Glückwunsch, wenn die Übungen funktioniert haben. Ich freue mich wie immer über deine Kommentare und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit diesen Übungen. Sei gespannt auf das, was deine Stimme macht, was diese Übungen mit deiner Stimme auch anstellen. Und immer dran denken, je komischer eine Übung ist, desto höher kann der Effekt sein, den diese Übung für deine Stimme hat. Also lass dich bitte nicht entmutigen, auch wenn eine Übung mal zu Anfang nicht funktioniert. Versuch dich dran zu gewöhnen und im Laufe der Zeit wird es besser funktionieren. Viel Spaß und viel Erfolg. Tschüss.